Hallihallo. Ja, wie in meinem anderen Video angekündigt, in dem Video bauen wir die Super B Epsilon Lithium-Batterie endlich mal ein und ich bin mal gespannt. Es soll ja ganz einfach gehen, weil sind die gleichen Maße und wie von meiner AGM-Batterie und deswegen würde ich sagen, nach dem Intro legen wir los. Bis gleich. Ja, damit ihr mal seht, wie das bei mir aussieht, ich habe meine ganze Elektronik hinten im Heck unter der Rücksitzbank. Und zwar, da könnt ihr sehen, da ist von unserem Truma Mover XT4 das Steuergerät. Das ist der EBL. Da ist die Verkabelung für nach draußen und da sitzt unsere momentane AGM-Batterie. Und ich würde sagen, wir bauen die jetzt mal aus. Versuche mal euch ein wenig günstiger hinzustellen. Ich hoffe, man kann das dann sehen. Kunst am Bau ist das jetzt hier mit der Kamera, aber ich hoffe, es geht. So, als allererstes würde ich sagen, klemmen wir mal die Batterie ab. Ich habe hier diese Schnellklammern. Plus zuerst weg, dann Minus weg und dann können wir auch schon loslegen und die Batterie losschrauben. Ich gucke jetzt noch mal gerade, ob man auch alles sehen kann soweit. Ja, die Schraube jetzt zum Beispiel nicht, aber das ist wie im Auto gelöst, dass einfach nur hier unten so eine Klammer ist mit dieser Spange. Und ja, ich würde sagen, hieven wir mal die Batterie raus. Ja, alter Schwede, ne? Erstens sind die Griffe hier, das ist so blöd, das ist so kurz, dadurch kriegst du die Batterie, alter Schwede, schwer wie Blei. So, und schon ist das Thema Batterie rausholen erledigt. Und ich würde sagen, wir holen mal gerade die Waage. Und wiegen auch mal die Batterie und auch noch mal die andere. So, jetzt habe ich mal beide Batterien nebeneinander gestellt. Ja, wie ihr sehen könnt, die Abmessungen sind wirklich die gleichen. Und ich muss euch echt sagen, das ist der Gewichtsunterschied. Ich meine, ich kann es euch nur an Zahlen zeigen. Aber es ist schon echt unglaublich. Erstmal das Packen hier, weil du kriegst die, wenn die Griffe sind ja hier überhaupt nicht zusammen. Das heißt, die mal eben anheben. Jetzt im Vergleich, die Super B Epsilon, ein Traum, ne? Die kannst du packen, super. Also für die mal zu wechseln alleine. Aber, alter Schwede! Stellen wir die mal auf die Waage. Und siehe da, kann man das erkennen? Ja, kann man. 25,8 Kilo. Ey, Dreck beiseite. Jetzt im Vergleich, die Super B Lithium Batterie, ey, das ist so ein Unterschied, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenn du die hochhebst, ey, 12,5 Kilo. Die wiegt weniger als die Hälfte von dieser AGM Batterie. Und jeder kennt das Problem mit Gewichtsproblemen im Wohnwagen, Wohnmobil. Aber wie gesagt, Wohnwagen ganz besonders. Wir bauen die jetzt hier in den Wohnwagen ein, weil erstens, man hat viel mehr Energie zur Verfügung. Sie lädt schneller voll. Sie ist leichter. Sie hält länger. Also einfach unfassbar. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, dass wir die Kabel ein bisschen beiseite packen hier, damit die uns nicht im Weg hängen. So, das sollte gehen. Bin ein bisschen gehandicapt mit meinem Arm, aber das sollte funktionieren. Ey Leute, das ist so leicht, die da reinzuheben. Also der absolute Traum. So, Batterie steht soweit schon an ihrem Platz. Es ist wirklich perfekt, ne? Also die steht wie eine 1.
Sie hat echt die gleichen Maße. Da wird also wirklich nicht zu viel versprochen. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier, ups, Entschuldigung, jetzt habe ich ja noch gewackelt. Gehen wir mal hier unten hin und schrauben die Batterie wieder fest. Das ist echt kein Hexenwerk, ne? Also, ihr könnt es mir echt glauben. Es ist so einfach. So. Batterie eingebaut. Jetzt klappen wir das Ganze hier mal hoch. Anschließend das Ganze in umgekehrter Reihenfolge. Wir machen den Pluspol fest. Schnellspanner zu. Ich kann das ruhig so lassen, das stört mich. Ich habe ja hier genug Aufbauhöhe. Die Kappe ab. Minuspol dran. Schnellspanner zu. Fertig. Und die versprechen nichts, nicht zu viel. Es ist wirklich super simpel. Ihr seht, Batterie blinkt. Batterie ist im Normalmodus. Und jetzt können wir mal gucken. Ihr seht, wie gesagt, ich habe hier die Aufbauhöhe, ich lasse die Deckel dran. Ist super, ist ja eh geschützt durch die Schnellverschlüsse. Dann gehen wir jetzt mal raus und schließen das Stromkabel an. Und dann schauen wir noch mal auf die App. Ja, kommen wir mal zu einem Fazit. Also es ist wirklich so einfach, wie gesagt wird. Alte Batterie raus, neue Batterie rein, fertig. Es ist total super. Ich gehe jetzt noch mal in die App. Ich blende die dann auch noch mal ein und ich habe jetzt einen Strom angeschlossen. Das heißt, sie wird geladen. So, ihr seht, unten drinne steht jetzt Ladevorgang und mit momentan 14,2 Volt. Das ist, wie gesagt, es gehen auch im Moment, ihr seht, unten rechts nur 0,9 Ampere rein, weil die Batterie ist zu 99% geladen. Das heißt, sie ist quasi so gut wie voll. Und das geht jetzt immer weiter runter und dann schaltet die auch bei 100% ab. Und dann war es das. Und verbleibende Zeit kleiner als eine Minute steht da jetzt. Mal gespannt, ob das bezogen ist auf die Ladedauer, die er noch braucht. Gehe ich von aus, irgendwie sowas um die eine Minute. Ja, wie gesagt, Leute, ich kann euch nur sagen, was ich bisher gesehen habe. Es ist alles von der Batterie perfekt. Die Maße stimmen, ausbauen, einbauen, habt ihr gesehen, geht ruckzuck, ganz schnell fertig, die ganze Geschichte. Wie gesagt, die Super B von Epsilon, ein Traum. Ihr habt die Gewichte gesehen. 12,5 Kilo zu 25,8. Der Wahnsinn. Also allein die Gewichtsersparnis. Ich spare mir etwas mehr wie die Hälfte an Gewicht. Habe mehr Leistung zur Verfügung, da die 90 Ampere Epsilon im Grunde zwei von diesen AGM-Batterien ersetzt. Das heißt, ich habe jetzt theoretisch, als wenn ich 180 Amperestunden AGM drin hätte, habe ich mit der einen Lithium. Wahnsinn. Also wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank an Super B und die Firma Gewicke. Ich verlinke euch, wie gesagt, unten drin nochmal die Internetadresse von denen. Ruft gerne an und fragt sie. Ja, ich werde jetzt immer wieder mal das Ganze testen, wie das ist, werde dann immer wieder zwischendurch mal kurz auf die Batterie eingehen. Es wird aber noch ein Video kommen, denn wir haben ja auch noch den Batteriemonitor. Der kommt aber, wie gesagt, in einem separaten Video. Dafür muss ich ja dann auch erstmal hier noch Kabel verlegen, weil ich möchte das Ganze ja bei uns oben über die Tür bauen. Soll ja auch alles ordentlich aussehen. Und da werde ich euch aber auf jeden Fall wieder mitnehmen und euch zeigen, wie das funktioniert, denn auch das bis auf das Kabel verlegen und das Loch da rein machen, aber sollte jeder etwas handwerklich geschickte Mensch hinbekommen,
ist es an der Batterie wieder genauso einfach wie das Batteriewechseln selber. Oben den Deckel aufschrauben, Stecker rein, fertig, funktioniert. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls noch nicht geschehen, abonniert den Kanal, kostet euch nichts. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch nicht das nächste Video auch über die Batteriegeschichte, über den Batteriemonitor und die ganzen anderen Videos, die danach kommen werden. Also Leute, habt eine schöne Zeit. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht es gut. Ciao.